Oh, ich hab Monster Hunter. Ja, als erster. Smaragd schon vor Erfahrung. Baby-Zombie höre ich. Och, Essen, ich bin tot, Essen. Wovor muss ich Landwirtschaft betreiben? Das ist ein Baby-Villager-Zombie! Das ist ein Baby-Villager-Zombie. Och, wie süß. Da ist die Schlucht, geht hier weiter. Welcher Höhe sind wir? Wir fahren noch nicht Diamantenhöhe. Der Spinne. Eine Spinne. Das ist eine Schlucht, die eine Schlucht kreuzt. Wie selten ist sowas, bitte? Da unten ist ein Zombie noch. Da vorne ist die Spinne. Gar nicht so dumm, die springt da nicht runter. Es ist vielleicht ein bisschen riskanter, dass ich meinen Ort hier so offenkundig mache, aber meine PvP-Kenntnisse sind wohl gut genug und ich habe eine Eisenrüstung. Insofern sollte ich mir eigentlich nicht so viele Sorgen um andere Spieler machen und wenn die kommen. Die Schlucht ist mein favoriertes Terrain, ich wohne hier. Werde ich kein Problem mit haben. Vorne ist ein Zombie. Ah ja. So. Nur scheuen, genau, scheuen. Da sterben sie. Dann kann ich mich auch wieder. Nein, ich brauche Essen. Wir sterben ja. XP. Schön. Das war aber mal hier richtig abgefarmt. Wie heißt es? Abgestaubt. Willst du auch mal was machen, Skelett? Okay. Ist anscheinend nichts Essbares in der Gegend. Außer ein Creeper, wenn man den essen könnte. Ich habe keine Angst vor Mobs. Mit einem Eisenschwert und Eisenrüstung braucht man keine Angst vor Mobs haben. Und nicht zu weit entfernt, damit ich meine Basis nicht verliere. Creeper stellt im, kann im Wasser nicht groß was anstellen. Bumm. Oh, jetzt kann ich nur nicht regenerieren. Ich kann nicht mehr sprinten. Die Base wäre jetzt nicht wichtig, ich habe hier nichts Wichtiges. Also kann ich auch eigentlich mal abdanken. Mal die Koordinaten knapp 9 7 7 7 7 6 und 8 9 7 7 6 und 8 9 1. Vorne ist ja bei 10.000 10.000, ziemlich ungefähr genau hier. Jetzt wäre ein Kampf unangebracht. Ich bin kurz vorm Hungertod. Einfach nichts gibt hier und Rotten Flesh essen. Ach komm. Besser als nichts. Bei dem kann man nicht so. Und so kann ich mich wenigstens kurzzeitig wenigstens regenerieren.
Ich sprinte gerade mit Hunger, den ich quasi nicht habe. Oder Eisenerz mit mir rumgeschleppt. Das brauche ich ja auch gerade gar nicht. Ich brauche ja gerade nichts. Muss ja gerade einfach nur Leute finden. Entweder ich finde Diamantsachen oder ich finde Leute. Diese Taktik in Varus ist eigentlich alles Holz am Anfang zusammen. Ich habe gehofft, dass man hier vielleicht irgendwie durchkommt, aber mir auch eher nach so einer die guten Höhle aus. Hier gibt es ja noch keinen. Ah ja, stimmt, hier kann man ja noch ewig draufkloppen, weil es ja 1.8 ist. Bisschen Kohle schadet nie. Vor allem bringt es XP, das ist halt das Wichtige. Dasselbe wie Redstone. Redstone braucht man ja auch nicht, aber es bringt halt XP. Wenn man sich einen Bücherschrank ums Spawn baut, dann braucht man gar nicht in sich einen Verzauberungstisch zu bauen. Ich weiß gar nicht, ob sich das alle gemerkt haben, dass ich da einen Verzauberungstisch am Anfang für alle gebaut habe. Ah, es geht hier tatsächlich durch. Aber noch Kohle. Ist Optifine, dass sich das so ausbreitet, ne? Nicht, dass ihr denkt, ich habe hier Cheat an. Das ist Optifine. Ja, Moment, da. Das ist ein Beweis. Wie gesagt, ob das erlaubt ist, aber ich glaube, einige haben Optifine. Es gibt ja auch eine World Border. Ich komme da, glaube ich, langsam. Na, wobei, ich bin jetzt wieder ziemlich nah am Spawn, also komme ich auch nicht zu nah. Man muss irgendwie hier ganz in der Nähe da vorne noch sein. Es gibt hier echt keine Tiere. Keine Tiere. Ich glaube, ich brauche noch einen Bogen, bevor ich irgendwas machen kann. Hätte die Spinne töten sollen. Auf so freiem Feld bin ich ausgeliefert. Es haben sich zwar schon Tiere nachgebildet, aber noch nicht wirklich viele. Muss halt weit weggehen, dann haben sich die auch automatisch nach. Das ist doch Eisen. Muss ich immer noch ein bisschen weiter graben. Minecraft trägt Nummer 327.000. Ist keine Regel, sondern Hilfe. Gibt ja auch noch keinen Fisch. Da kann man sich ja nur normalen Fisch angeln. Endlich für eine Angel habe ich erst recht keinen String. Oh, der arme Hase! Haben wir. Wenigstens erstmal ein bisschen was. Dann sage ich eher Masse statt Klasse, also nicht braten. Ich bräuchte nicht viel, damit sich das. Weil wir haben so viel Kohle, aber. Ich kann jetzt auch nicht weit springen. Bleibe ich lieber am Boden, bevor ich mir hier noch den Tod des Fallschadens hole. Gut. Hopp, mir gleich eine Farm ist zu. Kein Spaß, ich brauche gleich wirklich eine Farm. Wie viel haben wir denn? Wie viel ist jetzt? 4. Ja, damit kann man nicht schlecht eine Farm aufbauen. 4. Eine Spinne, das ist erfreulich für sie. Das heißt, hier ist jemand in der Nähe. Oder war in der Nähe. Spawn Mobs ja nur in der Nähe von Spielern. Wahrscheinlich Philipp, denn der hat ja gesagt, dass sie weit weggegangen sind und dann Mobs haben. Autipper. Markt hat er auch ge. Ganz Skelett. Minecraft ein bisschen spielt, kennt man die Sounds, das ist das Tolle. Wenn man noch nie Minecraft gespielt hat, kennt man die Sounds nicht. Deswegen ist sowas insofern natürlich einfacher für wenigstens erfahrene Minecraft-Spieler. Muss man gar nicht so erfahren im PvP sein, kann man in anderen Spielen noch so erfahren im PvP sein, wo das System so ähnlich ist. Wenn die Sounds von den Mobs nicht kennt, kann man schnell mal ausgeliefert sein. Das Gefühl ist alles schon abgegrast. Und nirgendwo Tiere, nirgendwo. Ich sterb schon wieder fast. Mit einem halben Herz meine ich sterben, ja?
Mit halbem Herzen ist man so gut wie tot. Vor allem, wenn man noch kein Teammate hat. Das noch muss man mal ganz stark in Klammern setzen. Wenn ich tot bin, bevor ein Teammate kommt, dann bin ich tot. Jetzt kommt's und ich finde eine riesige Stadt. Villager-Dorf wäre ja auch. Mit einem halben Herz und einem halben Hunger. Was sind Philipp? Danke fürs Essen übrigens. Erster. Dann viel Spaß, darfst du mitspielen. Gut, steht hier irgendwie IP oder? Janmeier.nitrado.at steht im Server. Ich hab grad den ersten getötet, also. Wo neben Chat? Server. Hashtag Server. Danke. Ganz viele Bilder. Ich hoch ganz, ganz unten. Die letzte Nachricht. Gernmeier.nitrado.at. Die letzte Nachricht bei Server war Gerfeit. Ah, da geht's. Gernmeier.nitrado. Scheiße, ich bin gestorben. Du kannst ja noch spielen. Ja, ich muss erst mein Handy ans Ladegerät packen und ich bin nicht der beste PvP, also. Ja, du musst jetzt das Team retten. Ich gehöre ja zu der Nummer, sich in die Ecke verkriecht und warten, bis die letzten sich tot gekämpft haben. Ich auch. Ich habe gerade aber jemanden getötet, weil er in der Nähe war. Mhm, wie groß ist die Welt? Ich glaube 1500 mal 1500. 1000 mal 1500. So, Minecraft startet jetzt erstmal, dann komme ich drauf, dann darfst du mir erstmal erklären, was los ist. Und dann hoffe ich, dass sie nicht Spawn-Trappen machen. Einer steht am Spawn, aber der ist tot. So. Ja, dann muss ich dich jetzt die ganze Zeit verfolgen, damit das in die Aufnahmen reinkommt. Ich bin ja überhaupt nicht früh gestorben. Ja. Trottel muss das Spiel nochmal beenden und eine neue Version, um die neueste Version drauf. Nein, 1.8. Also, um nochmal drauf zurückzukommen, eine Person, die dich ansnickt, um Frieden zu wollen, zu töten, ist eben. Hab ich nicht gesehen. Ich brauche ein 1.8.9, oder? Ja, 1.8.9. GG, würde ich mal sagen. Ich hab die nicht gesehen! Ich hatte so viel bessere Ausrüstung als du! Ja! So viel besser! Ich und Philipp waren noch gar nicht darauf vorbereitet, dass irgendjemand jetzt noch kommen könnte. Ich habe direkt am Anfang eine Schlucht gefunden, ungefähr insgesamt über ein Stack Eis gefunden. Ja, da war ich und Philipp da und Philipp sagt nur so, da ist wer, bist du das? Sagt er, das ist Gerny. In dieser Sekunde war er tot. Ich denke mir so, okay, Karöte, ich hast mich gesehen. Hallo, ich hab gesneakt. Mein Ersatz ist da. So, ich hab gesneakt. Dann hab ich gesehen, okay, wenn er jetzt rauskommt, du stellst dich dahinter. Du kamst raus, ich kam von hinten drauf so, gesprungen, hab dich geschlagen und du hast mich nicht einmal getroffen. Ich hab dich getroffen? Ja, einmal, glaube ich. Ja, du spielst jetzt. Ich bin jetzt in deiner Perspektive, also mach mal. Oh, das war so göttlich. Das war so göttlich. Ich darf dich jetzt spectaten, aber wir dürfen den anderen nichts tippen. Aber Philipp darf dir zum Beispiel auch keinen Tipp geben, wenn jetzt jemand kommt. Ja, das wäre unfair. Aber spectaten ist in Ordnung. Ja, wir haben keine Tipps. Ich hab grad richtigen Herzkasper, ne? Auf einmal kommt jemand mit Full Iron und Eisenschwert auf mich zu. Ich mit keiner Rüstung und einem. Ja. I know what you mean. Und ich hab das alles ziemlich schnell gehabt. Also, ich hab aber auch irgendwie zwei, drei Endermänner gesehen. Kurz hintereinander. Das war gruselig. Also wäre ich manchmal kurz vor dem Tod gewesen. Oh, Eva. Hilfe, mein Gehirn. Also kann mir jetzt ein bisschen mehr etwas erzählen? Ich kann dir erzählen, was du machen musst hier. Menschen töten.
Das ist natürlich eine Selbstverständlichkeit, dass ich hier Leute umbringen möchte. Ja, die Map ist, glaube ich, ich kann das nochmal nachgucken, aber ich glaube 1600. Wer nimmt die jetzt gerade auf? Ich, zum Beispiel. Ich, Smaragd und die beiden Philips, glaube ich. Smaragd nimmt auf? Ich wusste gar nicht, dass Smaragd aufnimmt. Das war für mich immer dieser RP da, der mich voll fertig gemacht hat, weil ich Fehler gemacht habe. Nein, wir haben das so gesagt, dass aus jedem Team mindestens einer aufnimmt, dass wir das dann später quasi sehen, dass niemand gecheatet hat oder sowas. Ich habe es einmal mit OBS probiert. Und hab's verkackt, nicht auf die Reihe bekommen. Ja, ich hab so an die 1000 YouTube-Videos. Ich war relativ schnell, finde ich. Ich kann, soll ich dir eine Location geben, wo du schnell alles findest? Ich glaube, ich buddel mich jetzt erstmal runter. Ich könnte jetzt natürlich dir das ganze Minensystem verraten. Du bist übrigens knapp über einer Mine, würde ich sagen, nur so als Tipp. Das mache ich aber nicht. Das mache ich aber nicht, weil das unfair ist. Aber Jani? In deiner Nähe gibt es 3-4 Schluchten oder so. Ja. Gehen wir eigentlich einen anderen Channel? Also irgendwie. Nein, wir dürfen ja reden, wir dürfen halt nur. Das ist ja alles auf Aufnahmen. Also wird man sehen, wenn du zum Beispiel verrätst, sowas wie, da kommt jemand oder so. Du darfst halt nicht sagen, wenn jemand kommt oder sagen, links von dir ist Eisenerz oder sowas. Das sehen wir auch nicht in GM3. Doch, natürlich. Du kannst nach unten fliegen und dann sehen, da ist eine Mine und da ist Eisenerz drin. Du kannst sagen, zum Beispiel in der Nähe sind 3-4 Minen oder so, aber nicht mehr. Genau. Scheiße. Ich werde dir das für immer anprangern, Gerni, wie ich dich mit einem Steinschwert und keiner Rüstung besiegt habe. Das war ein Steinschwert? Ich hab ihn angesneakt. Und danke für das Essen. Ich bin bei euch reingegangen, ich hatte nur noch einen Hungerball. Ich brauchte Essen und ich habe keine Tiere gesehen, also habe ich gedacht, töte ich mich, damit ich Essen kriege. Ah, scheiße, stimmt, ich muss mich noch um Essen kümmern. Essen gibt's hier in der Nähe nicht. Oh, es war aber wirklich. Kann mal gucken. Es war so geil, wie mit dem Stein. Kein einziges Essen. Und auch irgendwie keine Mobs. Also hier in der Nähe ist irgendwie tote Hose. Mit dem Stein. Na, ich hab's verstanden, danke! Es gibt eine Revanche. In der Revanche spiele ich mit dir zusammen dann, ne? Nein, wir machen Team Frühtod. Bei der Place und ich. Ganz da ist ein Zombie hinter dir, ne? Was hat eigentlich dieser andere Captain Dorn da gemacht? Der musste essen. Der musste. Hallo, es gab echt leckere Sachen zu essen. Was selbstgemachte Nudeln. Mit? Ricotta-Füllung und Tomatensauce. Heute gab es bei mir nicht selbstgemachte Nudeln. Nee, das war auch wirklich mal was Besonderes zum ersten Mal. Sie hat schon mal gemacht, aber. Also, hier war ich die ganze Zeit am Anfang. Hier ist noch ein bisschen Kohle, aber das Eisen dürfte, glaube ich, weg sein.